Spricht für die Fraktion der SPD der Kollege Dr. Lars Castellucci. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Einwanderung braucht Regeln, sonst läuft sie ungeregelt. Und mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz schaffen wir diese Regeln für unser Land. Es ist höchste Zeit, es ist ein guter Tag für Deutschland, dass wir das heute tun. Wir regeln, dass auch beruflich Qualifizierte in unser Land kommen können, nicht nur die Höchstqualifizierten und diejenigen, die schon einen Arbeitsvertrag, einen Hochdotierten in der Tasche haben. Wir regeln, dass Menschen zur Suche nach Arbeit oder zur Suche nach einer Ausbildung nach Deutschland kommen können. Wir regeln auch, dass Menschen, die sich hier über einen Asylantrag nach Deutschland begeben haben, festgestellt haben, dass sie kein Asylrecht haben, aber langwierige Verfahren erdulden mussten, sich hier begonnen haben zu integrieren, hier arbeiten, hier ihren Lebensunterhalt sichern können, dass diese Menschen hier auch ein Bleiberecht haben. Niemand versteht, wenn wir Menschen aus dem Ausland anwerben, aber mit denen, die sich hier schon gut integriert haben und hier arbeiten, dann eine Abschiebung vollziehen würden. Es ist gut, dass wir diese Regelung jetzt hier heute verabschieden können. Wir haben nun eine gesetzliche Grundlage, Einwanderung nach Deutschland zu steuern. Diese Einwanderung ist an strenge Voraussetzungen gebunden. Das soll auch so sein. Wir wollen behutsam vorgehen und wir können nachsteuern, wenn das der Bedarf ergibt. Ich halte das für angemessen. Ich halte es für pragmatisch. Wir können dabei flexibel bleiben. Das nenne ich ein modernes Einwanderungsrecht. Seit ich in den Bundestag gewählt wurde, setze ich mich dafür ein, dass wir legale Wege nach Deutschland eröffnen, auch um die irreguläre Migration zurückzudrängen, dass wir Geschäftsmodelle bekämpfen, wo Menschen in den Herkunftsländern vorgegaukelt bekommen, dass sie hier eine gute Zukunft haben und hier willkommen sein, egal ob sie die Voraussetzungen erfüllen, alles zurücklassen, ihr Geld ausgeben müssen für Schlepperorganisationen, am Ende auf Boote, die nicht tauglich sind, für die See geschickt werden und dort ihrer selbst überlassen werden, nur um am Ende, wenn sie es schaffen, festzustellen, dass es vergeblich war. Wir müssen diese Geschäftsmodelle unterbrechen. Das geht nicht mit Abschottung, das geht, indem wir legale Wege eröffnen. Das tun wir mit diesem Einwanderungsgesetz. Und deswegen ist es gut, dass es heute kommt. Herr Castellucci, gestatten Sie eine Zwischenfrage von den Linken. Stück vortragen heute. Okay. Das, was wir heute verabschieden, ist noch nicht das Einwanderungsrecht aus einem Guss. Es ist noch nicht das Einwanderungsgesetzbuch. Ich sage für die SPD-Fraktion zu, dass wir daran weiterarbeiten werden. Aber es ist ein riesengroßer Schritt nach vorne. Es ist ein guter Tag für unser Land. Ich möchte etwas zum Fachkräftebedarf sagen. Da ist ja von Desinformationen geredet worden. Und ja, Sie reden immer von Desinformationen, weil Sie kennen sich mit Desinformationen bestens aus. Aber wir machen Politik gestützt auf die Fakten, die wir haben. Und hier geht es darum, dass wir in die Zukunft schauen müssen. Und niemand kann wissen, wie sich der Bedarf genau entwickelt und was der digitale Wandel genau mit unserer Arbeitswelt macht. Aber was wir wissen können, ist, dass wir heute schon Fachkräftebedarf haben bei der Pflege, im Handwerk. Und wir haben verlässliche Prognosen, dass bis zum Jahr 2060 die Zahl der Menschen, die erwerbsfähig ist, zurückgehen wird, von heute 47 Millionen auf dann unter 30 Millionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland braucht Zuwanderung, und wir ermöglichen mit diesem Gesetz Zuwanderung. Und deswegen ist es ein gutes Gesetz für das ganze Land. Das Handelsblatt kommentiert: Das Einwanderungsgesetz, das wir heute vorlegen, sichert, ich zitiere das, der GroKo einen Platz in den Geschichtsbüchern. Ja, da habe ich jetzt ein paar Reaktionen habe ich eingepreist. Denn ich will Ihnen sagen, als Sozialdemokrat, wir haben 20 Jahre für dieses Gesetz gestritten und gekämpft. Die Union hat in Wahrheit 20 Jahre dieses Gesetz bekämpft. Ich erinnere an Roland Koch. Ich erinnere an übelste Kampagnen. Ich erinnere an Aussagen wie lieber Kinder statt Inder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das waren Tiefpunkte der politischen Diskussion in unserem Land. Und ich will diese nie wieder erleben und schon gar nicht aus Kreisen der demokratischen Parteien. Unser Koalitionspartner hat in Wahrheit lange gebraucht,
anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Rita Süssmuth möchte ich da mal ausnehmen. Aber heute ist es soweit, jetzt ist es geklärt. Und wenn wir uns vor Augen führen, was das für ein langer Kampf war, dann hat der Kommentator des Handelsblattes recht. Heute ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Deutschland anerkennt nach außen offen, wir sind ein Einwanderungsland. Gut, dass es endlich soweit ist. Wir sprechen über Zuwanderung, wir brauchen sie auch, aber wir alle treffen die Menschen, die sagen, sie haben 80, 90 Bewerbungen verschickt und sie haben keine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Und deswegen sage ich, wer in Teilzeit festhängt und eigentlich Vollzeit arbeiten möchte, wer einen prekären Arbeitsplatz hat und einen ordentlichen Arbeitsplatz verdient hat, wer nicht die Kindertageseinrichtung findet, die er braucht, um einem Beruf nachzugehen, wer die Pflege der Eltern nicht organisiert bekommt, für alle diese Menschen dürfen wir nicht nachlassen, für Perspektiven zu sorgen. Und deswegen ist es gut, dass wir nicht nur ein Einwanderungsgesetz machen, sondern eine Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Beides muss mit Nachdruck hier verfolgt werden. Wir verabschieden heute ein Einwanderungsgesetz, und es klingt so, als wäre das gut für Einwanderer, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, ein Einwanderungsgesetz ist gut für das ganze Land. Wir haben in manchen Branchen und Regionen heute bereits Fachkräftebedarf. Wir steuern auf einen eklatanten Mangel an Arbeitskräften zu. Wir brauchen also Einwanderung. Und Einwanderung ist gut für alle, wenn man sie ordentlich organisiert, wie wir das hier tun. Es kann ein Gewinn für alle sein, für die Menschen, die zu uns kommen, für die Herkunftsländer, wo die Rücküberweisungen stattfinden. Und auch für die Bevölkerung hier, die beispielsweise schon unter Arbeitsverdichtung klagt, weil die Arbeitsplätze, die hier im Lande frei sind, nicht zur Verfügung gestellt worden. Zuwanderung kann uns allen nützen. Das ist die Geschichte unseres Landes. Ein Land, in dem bereits heute etwa ein Viertel der Menschen Migrationshintergrund hat. Wir sind stark, nicht trotz dieser Leute, sondern Seite an Seite mit diesen Leuten haben wir dieses Land stark gemacht. Und das werden wir auch in Zukunft mit den Menschen tun, die neu zu uns kommen. Und gleichzeitig kümmern wir uns um Perspektiven für alle, die Schwierigkeiten haben am Arbeitsplatz. Das nenne ich soziale Politik. Das ist Politik für das ganze Land. Und ich bitte Sie alle um Zustimmung und die Bundesregierung anschließend um eine engagierte Umsetzung dessen, was wir heute verabschieden. Vielen Dank.